Schönen guten Tag aus Köln, aus dem Sitzungsraum von Deutscher Galopp. Liebe Wetten, dass Gemeinde, liebe Zuschauer auf YouTube, auf Facebook, auf allen Kanälen, auf denen ihr uns abrufen werdet. Köln ist das Stichwort von der Bürgermeisterin Frau Rickert. Man muss eine Länge Abstand halten, das tun wir. Es ging damals nicht um Corona, aber ist egal, hilft auch bei Corona. Deshalb mich irritiert, es ist wirklich ein Abend, zumindest von mir. Wer hier streckt die Arme auch aus, dann haben wir das nicht eingehalten. Wir haben heute eine Riesenrunde im Bild. Ihr seht Leute, die ihr schon teilweise in den Konferenzschaltungen von Lars Wilhelm und Guido und mir gesehen habt. Ein paar neue Gesichter. Wir haben ganz viele Gewinner im Bild und hoffen, dass die nachher so Freude strahlen wie jetzt. Es gibt nur zwei Gewinner in jeder Kategorie, bei der Vierer und bei der Siegwette. Aber alle, die im Bild sind, sind absolute Gewinner, denn sie haben viel Geld gewonnen. Lieber Guido, wo steckst du heute? In Düsseldorf. Wie immer. Wie immer. Okay, Lars Wilhelm. Ja, ich bin mal in Köln. In Köln, alles klar. Die Marina Hinze und die Rieke Marie sind ebenfalls mit mir in Köln. Wir haben im Bild Ferner, ich versuche mal eine alphabetische Staffel. Ich fange mal rechts oben an. Da sehe ich Peter Michael Endres in Düsseldorf, Herr Endres. Ja, ich bin in Düsseldorf, mein Büro, ja. Okay, herzlich willkommen. Sascha von Trehl, du steckst im Hause Pferdewetten.de oder an der Heimatfront? Nein, Hallöchen, ich bin an der Heimatfront, Homeoffice Krefeld-Hüls. Wunderbar. Dann habe ich links bei mir im Bild den Nico Lavrenz. Nico, wo steckst du? Mallorca Lockdown 2.0. Und der Pool ist schon leer oder der Pool ist noch voll? Der Pool ist noch voll. Und diesmal ist es auch schöner, weil meine Frau bei mir ist. Oh, zeig ihn uns noch mal den Pool. Zeig ihn uns. Komm. Hier regnet es gleich wieder in Düsseldorf. Zeig uns die Frau. Oh, herrlich. Okay. Das sieht aus nach Sommer. Gruß an die liebe Heike. Dann haben wir im Profil im Bild Dr. Vesper, der noch in einer parallel stattfindenden Videokonferenz sitzt, aber uns zumindest hört. Wird sich gleich noch anders zuschauen. Das Wilhelm hatten wir schon. Wir haben im Bild unten links bei mir Sven Schleppi. Sven, herzlich willkommen. Hallo. Du steckst wo? In Niederbexbach zu Hause. Das ist bei Honsrad rechts ab. Ja, links ab. Links ab, also bei kleinen Bono. Genau. Wer sich an die Sondersendung von uns gerade erinnert, wird wissen, was wir hier meinen. Und da haben wir unten Lars Spielvogel. Lars, wo steckst du? Ja, ich bin in Frankfurt am Main. Leider ein galopprennsportliches Niemandsland, aber viele Grüße nach Köln. Okay. Ja, vielleicht ist das auf Dauer auch mal wieder zu ändern, aber ich glaube nicht. Da müssen wir den DFB da abreißen, das wird zu teuer. Auch dir ein herzliches Willkommen. Da haben wir Dr. Vesper auch im Bild. Herr Dr. Vesper, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir haben gerade alle Teilnehmer vorgestellt und werden auch Sie gleich nochmal zuschalten, aber Sie sind ja zumindest hier schon mal im Bild drin. Wir machen einen kleinen Rückblick, Lars Wilhelm und Guido, auf den letzten Spieltag. Eine liebgewonnene Geschichte ist das Einwerfen von 20-Euro-Scheinen. Guido, wo ist denn Lars Wilhelm, wo ist denn dein Pferd geblieben? Dein Tipp. Welches Pferd? Das Pferd hieß Java Moon. Ja, ich zahle und schweige. Aber zweiter Platz ist doch nicht schlecht. Ich meine, der Auftritt war doch nicht schlecht. Wer am Montagmorgen die Arbeit gesehen hätte und dann das Gruppe 1-Rennen am Sonntag gesehen hat, der glaubt, er hat überhaupt gar keine Ahnung von Pferden. Java Moon hat deutlich besser als die Caprio gearbeitet und die Caprio war Dritter im Gruppe 1. Java Moon konnte im Ausgleich 2 nicht platziert sein. Das ist Pferderennen. Und deswegen sind die Jockeys auch keine Millionäre mit Pferdewetten geworden. Oder der Sieger muss ein gutes Pferd gewesen sein. Das könnte auch mal sein. Naja, aber nach jeder Handicap-Leistung muss ja Java Moon da ankommen. Aber hat er nicht. Das heißt, wir lernen daraus, auch du bist über Pferdewetten kein Millionär geworden. Lass wir denn. Okay, der sprachlos. Guido, dein Pferd. Guido, dein Pferd. Wo ist das gelandet? Wen hatte ich nochmal? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Ach, den Quizzer. Ja, der Quizzer, der mag wohl nicht so gern den weichen Boden, hatte ich den Eindruck. Aber ich habe natürlich, nachdem ich so enttäuscht war, hinterher noch beim Herrn Wöhler auf die Homepage geschaut und das Pferd wurde gespiegelt nach dem Rennen und war verschleimt von oben bis unten. Also dranbleiben, es ist ein gutes Pferd. Das nächste Rennen wird er gewinnen. Allerdings wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Okay. Nichtsdestotrotz, die kleine Erkältung kostet mich ein 20er. Ist ja für einen guten Zweck. Ich kann mich diesmal nicht beteiligen. Ich habe also das Sparschwein auch gar nicht mitgebracht. Da steht in München auf dem Schreibtisch.
Denn mein Solidaritäts- und Ehrentipp für Manfred Ostermanns Lascarlo, bei dem Guido nur meinte, das Pferd hat aber nur einen Huf von seinem Papa Lascarlo geerbt. Und ich sage, wenn der Huf mit der Nase vorne als erster ist, hat genau das umgesetzt, brachte zumindest 80 Euro in unsere Mannschaftskasse und uns in der Gesamtwertung Platz 22. Naja, also deshalb da nichts. Wir haben in den Obelixen, ihr kennt das, liebe Zuschauer, eine Menge Geld gesammelt. Und also Obelixe stellvertretend für den Sparfrosch von Lars Wilhelm und mein Sparschwein. Die 50er, die da drin sind, sind alle für die Jockey-Unterstützungskasse. Da haben wir immer Mein vor Dein gespielt in den Rennen. Und wir haben eine Menge 20er drin. Und die haben wir noch nicht festgelegt, wohin die gehen. Und da haben wir eine Überlegung schon mal so ein bisschen Ping-Pong gespielt. Da werden wir uns bei euch noch melden. Das werden wir über die Facebook-Seite vielleicht auch über Deutscher Galopp bekannt geben. Da ist eine Menge Geld. Vielleicht öffnen wir die in einer Sondersendung und gucken mal, wie viel Geld drin ist und verlosen diese drei Schweinchen für gute Zwecke, für die Leute sich dann bewerben können. Und dann stellen wir vielleicht zur öffentlichen Abstimmung, welcher Zweck mit welchem Schwein belohnt wird. Wir öffnen das und gucken mal, ob da wie viel Geld da drin ist. Und ich befürchte, aus unserer Sicht befürchte ich, aus der Sicht der Empfangenden begrüße ich es, dass da sehr, sehr, sehr viel Geld drin ist. Denn es waren 21 Spieltage bei Wetten, dass 2-0 und es waren auch 21 Spieltage bei Wetten, dass 1-0. Und wir haben an diesen 42 Renntagen nicht immer nur gewonnen. Also das können bis zu 800 Euro drin sein, so viel ist es nicht. Aber es ist ein strammer, dreistelliger Betrag jeweils. Aber genug des runden Leckens, wir werden euch da teilhaben lassen. Unsere Viererwette am Sonntag, haben wir das, Willem, gewonnen oder haben wir verloren? Wir haben Erfahrung gewonnen und Geld verloren. Aber wir waren nah dran wieder, nah dran. Lars Willem hat zumindest in der Sportwelt die Siegerin vorausgesagt. Nützt auch nichts. Wir haben 21 Ausspielungen gehabt und haben dort wie oft gewonnen, Jungs? Keinmal. Da gibt es andere in dieser Runde, die sind besser, da kommen wir gleich drauf. Also wir haben es nicht geschafft, wir haben aber zumindest die Maike Riel auf 1 angesagt, Lars Willem und ich hat auch gestellt, das war richtig. Ja, und da muss ich ein bisschen Ehre mir selbst zuteil werden lassen. Die Nummer 9, Eternal Summer, und die 11, I Know You, waren auch meine Tipps. Das heißt, 3 von den 4, die vorne waren, waren von mir. Leider hat mein Team es nicht geschafft, mir das 4. Pferd in die Wette zu rubbeln. Also haben wir natürlich wieder verloren. Es gab insgesamt 7 Treffer von den Teilnehmern unserer Challenge. Die Frage ist nur, ob einer von den hier Anwesenden auch getroffen hat und ob diese 7 Treffer bei der Viererwette noch zu einer Änderung der Reihenfolge geführt haben. Da kommen wir... Lars Spielfunk, du sollst nicht den Kopf schütteln. Du bist auch nur bei der Siegwette. Wir werden das ausfinden, ob es da noch Veränderungen gab. Das ist höchstens spannend für den Herrn Endres, das ist spannend für Sascha von Trier und spannend für Nico Lavenz, die schon ziemlich weit vorne in der Viererwette waren. Aber wer ist wann wo wie? Wir gucken mal ein bisschen Statistik, kurzer Rückblick. Topgewinn für 21 Spieltage. Es gab einen obercoolen, geile Meile Hauptgewinn und den gab es am allerersten Spieltag und der diesen Tipp abgegeben hat, lächelt breit und hebt den Daumen, es ist Sascha von Trier von den Pferdewetten der Gorilla Millions. Sascha, erklär uns nochmal in 20 Sekunden, wie du zu diesem komischen Tipp gekommen bist. Ich bin mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Das waren 2 Sekunden und die Antwort ist richtig. Wir haben getippt, das war ein Schrotschuss auf den Wettschein. Das war ein wildes Sammelsurium von Strichen. Nicht das klassische 6 Pferde Vollkombi, sondern es waren wahrscheinlich wirklich 25 Striche auf dem Z-Wettschein. Und eine sogenannte Stricherwette, ja. Stricherwette. 51 Punkte hatte dieser Abstrich gebracht. Auf der Siegwettseite gab es einen, aber auch lustigerweise am ersten Spieltag bereits, der mit 1690 Punkten die meisten Punkte abgeschossen hat. Das war Stefan Orschmann für Darius Racing, der vermutlich auf seine Stute Apanada im Mistrennen viel Geld gesetzt hat. Rechnungsweise war das 80 Euro auf Sieg. Die zahlte 19 für 1 und er hatte 1690 Punkte im Siegbereich geholt. Das ist bei 21 Spieltagen über 114 Teilnehmer nicht wieder geschafft worden. Also auch da Glückwunsch an Stefan Oschmann. Aber Christian, ja. Wir wissen ja, das ist die Darius Racing Taktik oft. Immer gern nach vorne gehen, mal mit 10 Längen vors Feld und zum Schluss wird abgerechnet. Ja. Er war tatsächlich am ersten Spieltag natürlich damit weit vorne. Ist insgesamt auch nicht schlecht gelaufen. Wer so viele Punkte hat, da muss man erstmal hinkommen. Aber ist in den Top 5 geblieben, aber nicht weiter nach vorne gekommen. Wir haben die meisten Treffer zu ehren. Das lohnt sich ja nicht bei der Siegwette, aber natürlich bei der Viererwette. Wir haben einmal im Bild unseren Freund Nico, der es geschafft hat, immer bei uns die Tipps abzuschreiben, hat er selbst zugegeben. Und ein Pferd dazu zu mischen, das wir nicht auf der Liste haben. Ist das richtig, Nico? Ja, das ging so bis vor 3 Spieltagen, hat das gut funktioniert. Dann habt ihr so versagt, dass ich in euren Strudel gerutscht bin. Weil zum Schluss war es ja ganz einfach,
das Pferd ganz unten bei dem schweren Boden und die fünf da drüber einfach kombinieren. Wir haben den Favoriten weggelassen. Wir haben den Favoriten weggelassen. Das ist auch noch beachtlich, ja. Ja, ich auch. Nico hat es geschafft, sechsmal bei 21 Spieltagen zu gewinnen. Das hat nicht nur Nico geschafft, das hat auch eine Truppe geschafft, die ist uns, das Wilhelm Guido, besonders ans Herz gewachsen. Wir laufen in einem blauen Trikot rum mit Trauerkloß im Hals. Das ist die Truppe von Guido Göbel, Lina Bach, Schauerte und Kollegen. Die haben es ja geschafft, das haben wir ordentlich abgefeiert, sechsmal zu gewinnen, genau wie der Nico. Aber nicht so wie der Nico immer mal wieder, sondern sechsmal in Reihe. Sechs Spieltage nacheinander die Viererwerte getroffen, und zwar vom Spieltag 11 bis 16 durchgehend. Und wir hatten damals bei Guido Göbel angeboten, wir zahlen alles, wenn ihr uns den Spielschein für den 7. Spieltag gibt, nacheinander, weil wir den abschreiben wollten. Guido hat gesagt, nein, hätte das mal gemacht, denn da haben sie verloren. Seitdem auch nicht wieder gewonnen. Sie sind insgesamt 10. geworden. Was nur daran liegt, dass sie zwar sechsmal getroffen haben, aber relativ niedrige Quoten erwischt haben. Also die Gewinner, die wir hier im Bild haben, haben weniger getroffen, Ausnahme Nico Lawrenz, aber dafür auch fettere Treffer, wie zum Beispiel eben Sascha, über den wir eben gesprochen haben. So, dann haben wir Rückblick der Statistik genug. Wir haben Danke zu sagen, Lars Wilhelm und Guido, an Wetten, das 1.0 Teilnehmer, nämlich 118 Teams. Da waren wir selbst mit drin, also wir danken uns auch selbst. So eigen sind wir. Und bei Wetten, das 2.0 117 Teams, inklusive drei Wettpool-Voucher von den RaceBets-Wettpools. Das heißt, in Summe 235 Mannschaften sind an den Start gegangen in den verschiedenen Wettbewerben. Und an dieser Stelle, ja, mir verschlechtert fast die Stimme. Vielen, vielen Dank. Das war riesig groß, was ihr gemacht habt. Der Golfmannsport hat eine Solidarität durch eure Teilnahme erfahren, die, das will dann Guido mir, korrigiert mich, so noch nicht begegnet ist. Im richtigen Zeitpunkt seid ihr mit auf unseren Zug gesprungen und habt, hart formuliert, den deutschen Rennsport zumindest eine Arschbacke gerettet in der Zeit. Wir sind ja unter Jungs, man darf das hier so sagen. Ich glaube, das trifft ganz gut. Das Dankeschön geht aber nicht nur an euch Teilnehmer, sondern an zahlreiche Wettvermittler und Buchmacherunternehmen, und von der alphabetischen Reihenfolge, um keinen hier zu bevorzugen, war das Jax, es war OneX2, es war Federn.de, es war RaceBets, Trotto.de und Betstar. Diese Unternehmen haben sowohl auf ihre Provision verzichtet für alle Teilnehmer in den Wetten, das Challenges, teilweise in der ersten Challenge sogar auf sämtliche Provision auf alle Wettarten an allen Renntagen. Das ist eine Solidarität, die im kaufmännischen Bereich alle Achtung verdient. Die haben ja alle nichts zu verschenken, haben das aber tatsächlich gemacht. Also von daher, ich ziehe einen Hut, den ich nicht aufhabe, an euch. Dazu haben sie eine Schweinearbeit erledigen müssen, das weiß ja Sascha von Trier, nämlich die Tabellenpflege. War toll, danke nochmal dafür. Die Überstunden kannst du bei deinem Chef einreichen. Ja, ich habe relativ zügig, war ich in der Lage, das weiterzugeben. Deswegen, wie geht es tatsächlich? Und am zweiten habe ich gesagt, nee, keine Lust mehr. Und da blieben ja nur noch 40 Spieltage übrig. Ja, genau. Also die Wetterunternehmer mussten nach jedem Spieltag für jeden Teilnehmer oder für jedes Team bei der Sieg- und bei der Viererwette eintragen, wie viel, und bei den Siegwetten die Luft mehr teilen, wie viele Punkte das gegeben hat, das aufaddieren in einem Tabellenformat. Das gebracht wurde. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Firma Figge und Schuster, namentlich Florian Figge, der ist im Off dabei, hört uns zu. Alexander Schuster, der hat die Programmierung dieser Tabelle gemacht, wo dann durch die Eingaben der verschiedenen Wettunternehmer eine Gesamttabelle erstellt wurde, die dann über SMS versandt, auch das haben die Jungs auf die Beine gestellt, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und den Teams zugestellt wurde, sodass alle wussten, was Sache ist. Dazu die Seite auf Deutscher Galopp gepflegt, wo alle verfolgen konnten, wer die Top 30 sind. Die meisten standen natürlich nicht in den Top 30. Anwesende zum Teil ausgeschlossen, als Wilhelm und ich. Und das war auch eine große Arbeit. Und da Dankeschön an das Team von Figo und Schuster. Und natürlich an die vielen Leute, die Preise gestiftet haben. Das waren auch die Wettunternehmer, das war auch Figo und Schuster in den verschiedenen Challenges. Aber viele, viele, viele gestühlte Besitzer, Hoteliers, Rennvereine, Kaffee Röster, ohne Namen zu nennen, haben Preise gegeben. Deutscher Galopp hat Preise gegeben. Ich hoffe, ich vergesse nicht allzu viele. Privatleute haben es gemacht. Ich nenne keine Namen, um keinen zu vergessen. Von daher ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das war richtig großer Sport im Sinne des Wortes. Wir danken auf der Veröffentlichungsseite natürlich an allererster Stelle, weil da am meisten noch geliefert wurde, am allermeisten der Sportwelt, um Patrick Büchler, die mit Sonderausgaben uns redaktionell unterstützt haben, uns, meine ich uns alle, denn wir haben damit Informationen bekommen, sodass keiner sagen konnte, wir wussten nicht, wer das Ding gewinnt.
Das lag dann nicht an der Sportwelt, sondern weil wir einfach nicht lesen konnten. Das kann ruhig so bleiben, Patrick. Er will uns zuhören. Wir danken natürlich auch Turf Times für die Begleitung, auch mit einem eigenen Podcast über RaceBets, wo das ganze Thema redaktionell und humorvoll begleitet wurde. Wir danken der Presse. Wir haben Artikel bekommen in der FAZ, in der Welt, in der Süddeutschen. Wir waren in der Sportschau mit der Aktion. Wir waren bei Sport 1 drauf und Magenta TV. Ich hoffe, ich vergesse nicht weitere von den ganz großen Anbietern. Viele Regionalzeitungen haben berichtet. Dankeschön in die Medienlandschaft. Dieser Support war wichtig und hat, glaube ich, ein sehr sympathisches Bild des deutschen Galopprennsports an die getragen, die wissen sollen, dass wir eigentlich gar nicht böse sind, sondern es nett meinen mit den Pferden und mit dem Sport und hoffentlich zu mitmachen animiert haben. Wir danken dem Team Deutscher Galopp, neben mir Marina Hinze und Rieke. Wir danken auch dabei Helene Böhler, die sich herzerfrischend gekümmert hat um, da ist ihr Bild, Helene, herzlichen Gruß, ein Bild von heute, ein Selfie. Helene kann heute nicht bei uns sein. Helene hat sich um die ganze Geschenkthematik gekümmert, das zu sortieren, zuzuteilen, zu verlosen und weiterzugeben. Und Helene hat einen guten Grund, weshalb sie heute nicht bei uns ist. Sie hat in Mons geritten und das breite Lächeln, das sie gerade gesehen hat, basiert darauf, dass sie zwei Sieger hatte und einen davon, das hätten wir alle gebrauchen können, Jungs. Ja, hat 20er Mal. 62-1 gezahlt heute. Leider hatte Helene uns das vorher nicht avisiert, also die kriegen auch lange Ohren, wenn sie nach Hause kommt. Da hätten wir alle noch viele, viele Punkte holen können und diverse Schäden ausgleichen können. Also Helene, Glückwunsch und dir Dankeschön für deine tapfere, aufopferungsvolle Mitarbeit. Dann haben wir Figo Schuster bereits gedankt und wir kommen an einen Dank von drei Personen, einen Dank von drei Personen, die sich auch hier einbringen wollen. Und da hat der Florian ein Video zum einen von, wir lassen einfach mal sprechen. Da ist er. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Galoppsportfans, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. In jeder Beziehung ein außergewöhnliches Jahr. Eine besondere Herausforderung dabei war für uns alle die Finanzierung unserer Rennen. Mit der Schaffung der Wetten, dass Aktivität haben unsere Besitzervereinigungsmitglieder Lars-Wilhelm Baumgarten, Christian Sundermann und Guido Schmidt eine besondere Initiative ins Leben gerufen, die in diesen schwierigen Zeiten eine deutliche wirtschaftliche Verbesserung der Gesamtsituation damit erreicht haben. Diesen drei Herren gilt ein spezieller Dank aller Züchter und Besitzer Deutschlands. Aber nicht nur diesen drei Herren, sondern auch all denjenigen, die Sonntag für Sonntag Wetten, dass unterstützt, umgesetzt und mit Leben erfüllt haben. Ihnen allen sende ich unsere besten Grüße und weiterhin Hals und Bein, Ihr Manfred Ostermann. Herzlichen Dank, Manfred Ostermann, für diese Worte, denen wir uns anschließen und wir danken auch für den Dank an uns selbst. Dann haben wir ein zweites Video bekommen von Gerhard Schöning, Verwaltungsratsvorsitzender der BGG. Liebe Teilnehmer der Wetten, dass Aktion, ich möchte mich im Namen aller deutschen Rennvereine bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für eure Teilnahme bei Wetten, dass 1.0 und 2.0 in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Ihr habt damit den deutschen Totalisator mit 2,3 Millionen Mehrumsatz wirklich geflutet. Die Rennvereine hatten dadurch einen Mehrertrag von fast 400.000 Euro. 100.000 Euro davon sind direkt in höhere Rennpreise in die Wetten, dass 2.0 Ausgleich 3 Rennen gegangen. Und mit 300.000 Euro habt ihr in schwierigen Zeiten Renntage ohne Zuschauer, teilweise mit weniger Sponsoren unterstützt. Und dafür möchte ich mich im Namen aller deutschen Rennvereine bei euch und natürlich auch bei den extrem engagierten Initiatoren Christian Sundermann, Lars-Wilhelm Baumgarten und Guido Schmidt ganz herzlich bedanken. Herr Schöning, herzlichen Dank zurück.
nach Hoppegarten. Und wir haben noch einen dritten, nennen wir es Festtrainer. Das fängt auch mit Fest an, nämlich heißt Dr. Vesper. Und auch Dr. Vesper wollte das Wort noch ergreifen. Dr. Vesper, das Mikro ist Ihres. Naja, also es gibt ja wohl keinen Karlauer, den Sie nicht aufgreifen. Aber ich habe auch ein paar für Sie. Ah, das ist gut, das ist gut. Aber schauen Sie, wenn sowohl die Besitzervereinigung als auch die Rennvereine, die BGG, zu einer solchen euphorischen Stellungnahme kommen, dann will ich natürlich auch nicht abseits stehen für den gesamten Verband. Wir haben ja bei vielen Punkten immer wieder mehrere Meinungen. Das habe ich nun wirklich in den letzten 2,5 Jahren, in denen ich die Freude habe, diesem Verein vorzustehen als Präsident, erlebt. Aber wenn es um die Aktion Wetten, dass, ob 1-0 oder 2-0 geht, dann sind sich alle einig. Das war ein Riesenerfolg, das war eine Riesenhilfe für uns alle, für Besitzer, Züchter, für Rennvereine. Und wir sind alle sehr, sehr dankbar den Initiatoren und natürlich auch denen, die mitgemacht haben. Ich selbst habe ja beide Aktionen mitgemacht. Beim ersten lief es eigentlich ganz gut. Beim zweiten habe ich also, sagen wir mal, meine Spendierhosen angehabt. Meine soziale Ader für die Rennvereine dort aufgemacht, indem ich überhaupt fast gar nichts gewonnen habe. Aber trotzdem habe ich das sehr gerne getan und es war wirklich ein Gewinn. Wie gesagt, man erlebt es selten, dass sich wirklich alle positiv auf etwas beziehen. Und in diesem Fall ist es der Fall. Congratulations. Und jetzt wäre mein Ziel zweierlei. Erstens, dass bald die Aktion Wetten, dass 3.0 kommt. Und zweitens, dass wir auch andere Gebiete haben, in denen man sich so einig ist. Dazu könnt ihr natürlich alle beitragen, indem ihr daran mitwirkt. Herzlichen Dank. Wir tun unser Bestes. Die hier Anwesenden in der Schaltung sicherlich auch. Und die Botschaft geht ins Land. Dr. Vesper, ganz herzliches Dankeschön. Sehr gerne. Bevor wir in die zur Siegerehrung kommen, der Wetter, die alle hier im Bild sind, kleiner Rückblick auf die Siegerehrung, die wir schon hatten bei den Jockeys und bei den Trainern. Dazu haben wir noch drei kleine Videos. Den brauchen wir nicht. Wir fangen an mit Guido Göbel, / Maike Rie, lieber Florian. Wenn du das zuerst einspielst, kleiner Rückblick auf den letzten Sonntag. Florian sortiert sich. Also Guido Göbel, was ist passiert? Ja, wir sind erster Vierter, super. Ja. Vor allem Gypsy, das war ja mal fällig, dass er mal gewinnt. Ja. Und wir hatten das ganze Jahr eigentlich auf die Serie gezielt und hat super geklappt. Michael, super. Michael, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, wir sprechen mit der Siegerin. Also nicht nur von dem Rennen, sondern von der gesamten Wertung. Ja, ich glaube ja. Wir müssen gleich mal rechnen, das war spannend. Aber mehr als Siegen konnten wir auch nicht. Aber du hast es spannend gemacht. Warum? Warum hast du uns zittern lassen? Das ist der Bock schuld. Nein, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ihr habt uns viel Spaß gemacht und wir haben euch angesagt. Selbst Lars Wilhelm. Super. Also danke dir, bis gleich. So, dann kam es zur Siegerehrung, die der Thorsten Kassel moderiert hat. Da schalten wir mal zu diesem Video rüber. Wollen wir einen kleinen Blick werfen? Schauen Sie mal, wer hier alles steht. Das sind die Protagonisten, die wir jetzt gleich ehren wollen. Denn Christian Sundermann ist bei mir, einer der drei Musketiere, wenn es um Wetten, dass 1.0 und 2.0 geht. Christian, es gab bei dieser Mega-Vierer-Wette, dieser Rennserie, die ihr initiiert habt, dann auch was zu gewinnen für Jockeys und Trainer. Ja, und zwar nicht nur die jeweiligen Rennpreise von 8.888 Euro in 21 Austragungen, sondern dieselbe Dotation haben wir nochmal aufgeteilt in eine Trainer- und eine Jockey-Wertung. Und da werden wir heute jetzt die Sieger feststellen. Es wurde gewertet, jeder gewonnene Euro ist ein Punkt. Und das wurde über 21 Renntage aufaddiert. Und wer gewonnen hat, erfahren wir gleich. Das ist jetzt dann mein Job. Also, dann halten wir uns bereit. Helen Böhler für Deutscher Galopp ist auch mit dabei. Es gibt natürlich auch schöne Geldpreise. Meine Damen und Herren, wollen wir beginnen mit den Trainern, oder? Alter vor Schönheit, natürlich. Also,
Dann gratulieren wir dem Mann, der leider jetzt heute hier nicht anwesend sein kann. Aber ich finde, er hat einen großen Applaus verdient. Auf Platz 3. Und damit gibt es 1.000 Euro Prämie. Hans-Albert Blume, der Altmeister mit 13.866 Zählern. An der Stelle für Herrn Blume mal einen großen Applaus. Gratulation, Helen Hetz hier hoch. 1.000 Euro für das Blume-Quartier. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2, 2.000 Euro Prämie für den Mann, der heute schon ein Rennen gewonnen hat, der jetzt den Mantel ablegt. Auf die Bühne bitte, Pascal Jonathan Werning mit 14.628 Zählern. Er hat es ja vorhin auch im Siegerinterview gesagt, Sie haben speziell für diese Rennserie hingearbeitet und das haben Sie fantastisch gemacht. Gratulation, lieber Pascal. So, und dann freut es mich außerordentlich, einer der ganz sympathischen Trainer bei uns in Deutschland, der so viele Kilometer immer wieder auf sich nimmt, ein tolles Team hinter sich vereint. Auf Platz 1, Pavel Rovchenko, 3.000 Euro Prämie mit 15.548 Zählern. Und Pavel freut sich natürlich jetzt auch, hier zu stehen, so wie wir ihn kennen. Das also die Top-Trainer mit Hans-Albert Blume, Pascal Jonathan Werning und Pavel Rovchenko. Meine Damen und Herren, zu den Jockeys. Auf Platz 3 mit 13.224 Zählern ist der bayerische Bauer. Das ist Martin Seidel. Und natürlich, Herrn Bühler gibt auch da gleich einmal die Urkunde. Auf Rang 2, auch er hat heute schon getroffen, 14.776 Zähler, er war gerade noch im Interview. Maxim Pischer! Und ja, jetzt könnte es laut werden. Ich gucke mal in die Äuglein, ob sie sich schon freut. Ja, sie freut sich schon. Es wird jetzt mit Sicherheit gleich einen großen Bahnhof geben. Ein super sympathisches Team, das da angepackt hat. Mit 16.773 Zählern ist die Siegerin der Jockeywertung bei der Mega-Vierer-Wette der Woche. Keine geringere als Maike Riehl. Gratuliere euch und an dieser Stelle auch mal ein Riesendankeschön an die drei Initiatoren von Wetten, dass 1.0 und Wetten, dass 2.0. Christian Sundermann, stellvertretend hier für Lars-Wilhelm Baumgarten und Guido Schmidt. Die drei haben sich von ihren Familien offiziell getrennt, damit sie ausgiebig YouTube chatten können. Und es hat sich bezahlt gemacht. Das ist eine Männer-WG, wie es sie in Deutschland noch nie gegeben hat. Was werden wir es vermissen in den Wintermonaten? Vielleicht werden sie eines Tages zusammenziehen und dann sehen wir sie auf RTL 2. Es würde mich wahnsinnig freuen. Gratulation euch nochmal und vielen Dank für so ein tolles Engagement. Tag für Tag. Mit Herzblut für Vollblut, die Mega-Vierer-Wette der Woche. Ja, also das mit RTL 2 und Wohngemeinschaft müssen wir uns nochmal überlegen. Wir haben mal besprechen mit Nadine und mit Jenny und mit Rieke, ob sie da mitziehen, mit einziehen oder sonst wie mitziehen. Mal gucken. Also nicht diese Rieke. Ich habe auch eine andere Rieke zu Hause. Das sind mindestens zwei Riekes, das haben wir gelernt. Man kann gar nicht genug Riekes haben. Zwei Riekes, ja, ich weiß, was der Lars-Wilhelm meint. Genau. Gut, an dieser Stelle dem Thorsten auch ein herzliches Dankeschön für eine Moderations-Orgie, gemeinsam auch mit Sascha, Alexander Franke. Ihr habt uns durch die mauen Tage gebracht, auch mit viel Herzblut für Vollblut, um den Thorsten dann zu zitieren, was ihr auf den Fernsehbildschirm gezaubert habt. Liebe Jungs, ist super, auch die Zusammenarbeit mit den Rennbahn-Kommentatoren und Moderatoren, die wir hier gar nicht vergessen dürfen und wollen. Ihr seid ein super Team und bleibt mit dem deutschen Rennsport so motiviert und lustig gemeinsam erhalten. Aber ein kleiner Vorschlag von Lars-Wilhelm, Guido, mir, überlegt mal, ob ihr nicht noch ein Mädel damit zunehmen könnt. Ich meine, ihr seid gut, aber vielleicht geht da in der Optik noch was. Denkt mal drüber nach. Dann dürft ihr auch mit in unsere WG einziehen auf RTL 2. Und jetzt geht's los. Jetzt halte ich mal die Klappe und wir kommen zu der Siegerehrung derjenigen, die hier im Bild sind. Nein, eins vorher noch. Dann hören wir noch nicht die Klappe. Wir haben viele, viele Preise gesammelt. Hier, Liste mit vielen Namen und vielen Preisen drauf. Nämlich die drei jeweils Sieg- und Viererwettkandidaten, die gewonnen haben, werden gleich separat geehrt und bekommen auch einen Preis oder teilweise sogar mehrere Preise. Wir haben aber noch ganz viel mehr übrig. Und das wird die liebe Helene, 62:1 Helene, wird das in den nächsten Tagen publizieren. Wer auf der Reihenfolge Platz 4, 5, 6, 7, wie viele Preise wir auch immer hier haben,
welchen Preis bekommt. Wir werden das diesmal nicht auswählen lassen, denn das war eine Schweinearbeit für die liebe Helene, weil die Leute, die dann angerufen wurden und gesagt haben, du hast Platz 7, sag, such dir was aus, nicht so in die Gänge gekommen sind, wie wir uns das gedacht haben. Deshalb wird jetzt von Helene zugeteilt und wenn ihr gewinnt, freut euch und sagt Danke. Ich danke denen, die hier die ganzen Preise gegeben haben. Das sind viele, viele, viele. Wir lesen sie nicht vor, wir werden sie veröffentlichen, wenn ihr denen die Preise zuteilt. Und jetzt, liebe Marina und liebe Rieke, ich glaube, wir kriegen erst einen Jingle, oder? Wir haben den Jingle, glaube ich, für den Platz 1. Nee, oder Florian, haben wir für jeden so einen Teppich? Ja, guck mal hier, da ist er. Ich will auch einen Jingle. Ohne Jingle läuft hier gar nichts. Ja, los. Ja, gratuliere, Lars. Genau, ich mache hier mal den Anfang. Marina und ich werden uns gleich abwechseln und insgesamt vier ganz tolle Geschenkkörbe vergeben. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da was gestiftet haben. Ihr habt es gerade alle schon gesehen. Der dritte Platz in der Siegwette geht an den Stall Sympathie, hier vertreten durch den Lars Spielvogel. Und herzlichen Glückwunsch. Und in diesem Geschenkkorb sind viele tolle Sachen. Ich gehe die einmal kurz durch. Wir fangen an, super toll, mit einer Privatführung des Gestütpark Wiedingens für zwei Personen. Ich denke, da werden Sie sich sehr, sehr drüber freuen. Wir haben außerdem im Korb eine Ehrenpreisübergabe im Namen von RaceBets. Zweimal ein 250-Euro Wettgutschein von Betstar. Einen Stauffenberg Gin und das tolle Buch von Peter Bauer, Vollblutzucht und mir einfach erklärt. Oh, Spielvogel, ich weiß nicht, ob du im Bild bist. Wenn du nicht im Bild bist, schau dir unser Video an. Wenn du im Bild bist, also noch in der Schaltung bist, sag Danke. Na, der ist offenbar rausgeflogen. Ja. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und Christian, ja. Das ist der Beweis. Selbst mit dem Vornamen Lars kann man ordentlich wetten. Ja? Wenn man ein Spielvogel ist. Also Lars. Da kommt da vielleicht gerade wieder rein? Dann darfst du nochmal erzählen, was er gewonnen hat. Nein, okay, er ist nicht drin. Gut, lass mich. Dann machen wir weiter, oder? Wir machen weiter mit dem dritten Platz in der Viererwette. Tada! Applaus nach Düsseldorf! Lieber Herr Endres, im Namen von uns allen sage ich herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen. Ihren Geschenkkorb haben wir natürlich ebenso prall gefüllt. Sie bekommen ein Bild der Queen-Malerin Nicole Leibenfrost. Außerdem haben wir in Ihrem Geschenkkorb ein Wettguthaben von Wetzlar, 250 Euro, also geht es direkt weiter mit der Wetterei. Wir haben ebenfalls ein Exemplar von Peter Brauers Vollblutzucht und mehr einfach erklärt beigelegt, eine Festtagsbroschüre des Doberaner Münster, auch den Stauffenberg Gin und sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Endres, wie haben Sie das geschafft mit den wenigen Auenquellern? Wen haben Sie gestellt immer? Ja, dann kann ich Ihnen vielleicht mal sagen, wie ich die Viererwette immer mache. Ja. Denn ich habe die in den letzten zwei Jahren habe ich die mindestens 6-mal getroffen. Ich setze morgens, gucke ich mir die Pferde natürlich an und dann setze ich ein Pferd 1, 2, 3 und dann sage ich zu meiner Frau, sag doch mal 6 Nummern. Und die sagt das dann. Und dann kann man nämlich auch was gewinnen, wenn man nur die Favoriten tippt, ist sowieso nichts drin, wenn man gewinnt. Ansonsten, wenn die Außenseiter gewinnen, dann ist man groß da. Also so mache ich das. Jetzt habe ich mein System verraten. Jetzt könnte oh wei! Der Geschenkkorb dann wohl hoffentlich wohlverdienterweise an Ihre Frau. Ja. Herr Endres, können wir die Telefonnummer Ihrer Frau haben? Ja, das, die gebe ich nicht her. Das habe ich ahnen können. Genau wie Guido Göbel uns die Wettstatt auch nicht gegeben hat. Okay, an dieser Stelle kann man vielleicht noch einbringen, bei Stallsympathie Lars Spielvogel. Er hat einen Top-Gewinn geholt von 790 Punkten und hat die Serie mit einem Plus abgeschlossen, allein in der Siegwette von 1256 Euro. Respekt.
Und Peter Endres hat einen Plus geholt von 6.156,20 Euro über alle Viererwetten gerechnet. Also es lohnt sich, Ihre Frau ja, zu fragen. Gratuliere. Wir haben noch zweite Plätze. Genau, mein Ding ist mit dem zweiten Platz. Sven! Ja, danke. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Auch deinen bzw. euren Korb haben wir frei gefüllt. Wir haben unter anderem dabei ein Wettguthaben von RaceBets im Wert von 555 Euro. Also auch hier geht es direkt weiter. Wir haben eine Pferdezahnbehandlung im Wert von 100 Euro. Die müsst ihr dann unter euch aufteilen, wer auch immer dann das Pferd hat, mit den Zahn zu nehmen. Wir haben fünfmal das Shirt Cool in the Gang, also könnt ihr dann im Partnerlook zum Zahnarzt gehen oder so, müsst ihr dann mal gucken. Dann haben wir auch hier den Stauffenberg-Gin und das tolle Buch von Peter Bauer. Super, vielen Dank. Gerne, Sven. Wir haben gerade wieder zugeschaltet bekommen, Lars Spielvogel, der genau eben aus dem Bild war, ja, als wir ihm erzählt, also die Rieke erzählen wollte, was du eigentlich gewonnen hast. Die Rieke macht aber für dich die Extra-Runde. Soll ich es nochmal durchgehen für dich? Ja, ich habe leider nichts mitbekommen. Tut mir leid. Kein Problem. Ich habe einen ganz tollen Geschenkkorb für dich hier anmoderiert. Oh. In mühevoller Arbeit. Ich gehe das gerne nochmal durch. Du kriegst insgesamt 5 Geschenke von uns. Oi. Ich kriege hier gerade noch eine Korrektur. Eine Sekunde. Okay, dann fange ich damit an. Ein 250 Euro Wettguthaben bei Wettstar. Dann haben wir eine Privatführung im Gestütpark Wiedingen für 2 Personen. Eine Ehrenpreisübergabe im Namen von racebets.de. Einen Stauffenberg Gin und das Buch Vollblutzucht und mehr von Peter Brauer. Ja, vielen Dank. Das ist ja Wahnsinn. Schön. Nach dem Buch brauchst du nur noch eine Zuchtstute jetzt. Und die kann man schnell kaufen. Die kriegst du bei Helmut von Fink. Die kannst du dann bestimmt gleich kaufen in Wieding. Und der Helmut hat noch was draufgelegt. Das Ganze ist noch mit Champagnerempfang bei ihm in dem wunderschönen Gestüt in Soltau, in der Nähe da oben, Lüneburger Heide. Also das ist allein schon den Besuch wert und die Teilnehmer anwenden das. Viel Spaß dabei. Grüß uns den Helmut. Ja, vielen Dank. Super. Die Rieke verschwindet kurz und macht sich auf den Weg, einen Ehrengast bzw. den Präsenter des Hauptgewinns zu holen. Und jetzt wird es auch langsam spannend, denn wenn wir den zweiten Platz kennen, können sich Spitzfindiger auch den ersten ausrechnen und bekommen zum zweiten Platz in der Viererwette. In Krefeld sind die Affen los. Lieber Sascha, beug dich doch mal zur Seite, zeig uns mal den Millionen-Gorilla. Wow. Auch wie immer. Alle Gorillas im Zoo bekommen den Geschenkekorb. Voll. Ja, Gorillas und Krefeld, muss ich sagen, ist natürlich ein bisschen, naja, okay. Ja, den Affen-Zirkus lassen wir raus, keine Leute mehr genau. Aufsteigen lassen heute Abend. Genau. Aber wir wissen natürlich, dass ihr euch eines bei Pferdewetten.de ganz besonders schon immer wünscht. Ja. Ehrenpreisübergabe im Namen von RaceBets. Besser. Pass auf. Ihr dürft Stargast sein, nicht zuletzt im RaceBets Podcast. Da ist das Ding. Danke, das ist natürlich nicht so schön. Ihr werdet sicherlich Tolles zu berichten haben und eine super Folge produzieren, die wir uns dann natürlich alle anhören. Das wird die mit der höchsten Einschaltquote ever. Ich freue mich total. Gut. Vorher könnt ihr euch dann ein bisschen Mut antrinken, denn auch ihr bekommt den Stauffenberg Gin von uns. Ihr könnt euch noch mal ein bisschen schlau machen in Peter Bauers Vollblutsucht und mir einfach erklärt. Und mein persönliches Highlight sind 2x50 Euro Wettguthaben bei Wettstar. Ja, natürlich. Dass ihr denen auch dann ein bisschen Geld aus der Tasche zieht. Ne? Viel Spaß, viel Erfolg und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch. Danke. Das Danke. Kennt der Sascha gar nicht. Ne? Wie immer im Leben, wie immer Zweiter und trotzdem gibt es was. Ne? Ach ja, ja. Liebe. Auch da können wir noch einbringen, der Sascha, ich werde es eben schon erwähnt, hatte am ersten Spieltag, als wir die Riesen-Jackpot-Nummer in Dortmund hatten,
ja, die 11.000, wie auch immer, 11.251 Punkte abgeholt, was nicht gleich dem Gewinn entspricht, wegen der Einsatzpunkte, hat in Summe die ganze Aktion mit 8.964,60 Euro plus abgeschlossen und wird natürlich morgen, glaube ich, bei Pierre Hofer die Kündigung einreichen, denn ab morgen wird er Profi-Wetter werden, oder Sascha? Ja. Nie wieder arbeiten. Nie wieder arbeiten. Das ist das Motto. Und das Sven Slappy und seine Truppe hat auch gewonnen. In Summe nämlich 1.272,50 Euro plus gemacht bei den Siegwetten. Respekt, Sven. Auch davon, ja, mit dem ganzen Fresskorb und was ihr habt, viel Spaß bei euren Gewinnen. So, und nun haben wir, glaube ich, wieder einen, oder? Bestimmt. Dann machen wir einen Teppich, lieber Florian. Roll ihn aus. Für die Sieger. Wer hätte das gedacht, der Blindeste unter der Sonne. Oh, wer kommt denn da? Oh, da muss aber einer schwer tragen. Oh wei, oh wei. Sollen wir was abmachen? Ja, geht schon. Vorsichtig. Dann nehmen wir erstmal, genau, den rechten Arm. Genau. Ach du Schande. Ein unfassbarer Siegerpokal. Es war ja ausdrücklich gewünscht, einen besonders großen zu bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, das hat geklappt. Wir haben darauf geachtet. Wir haben ja, also erstmal ist ja vor allen Dingen der Rennsport des Sieger, der durch diese Aktion unheimlich profitiert hat. Und da muss man wirklich sagen, allen, die da mitgemacht haben, euch allen ganz herzlichen Dank und natürlich den drei Initiatoren, Christian, Lasweil, Guido, herzlichen Dank. Und wir haben wirklich einen Pokal gefunden, der ausreichend massiv ist. Da passt auch, glaube ich, eine ganze Flasche Champagner rein. Eierlikör. Nicht nur, oder Eierlikör, oder was man so trinken will. Also, lieber Guido, man könnte fast meinen, du hast es nicht zum Nutzen und Frommen des Rennsports allein getan, sondern auch, damit du so einen tollen Pokal gewinnen kannst und unter Beweis stellst, dass du die Siegwette schaffst. Also, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz große... Wir haben den überhaupt aufgebildet, oder? Also, Marina, dass es keinen Bruch gibt hier. Guido, ja. So, oh ja. Guido, bist du berührt? Ja, ja, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt ein Quadratmeter Wohnung weniger wieder, wie ich das hier so einschätzen kann. Und so ein großes Ding haben meine Pferde noch nicht gewonnen, ja, also nicht schlecht. Aber ich kann euch sagen, das war relativ einfach, das Spiel zu gewinnen, ja, weil ich habe das nämlich sehr geschickt gemacht. Ich habe immer sonntags morgens den Christian und den Lars angerufen und gefragt, was die so wetten. Und das habe ich alles durchgestrichen bei mir dann, ja. Und das Geld habe ich auf die anderen Pferde verteilt. Und ganz einfach. Ja? Komm du mir nach Hause, komm du mir in die WG. RTL 2. Also der Guido hat es geschafft, in Summe diese Siegwette mit einem Reingewinn von 1.543 Euro abzuschließen. Also Glückwunsch. Da kannst du schon eine Menge Flamingo-Diesel kaufen für den neuen Roller von Jenny. Glückwunsch an Jenny zum Geburtstag, die ja auch nicht schlecht abgeschnitten hat in der Challenge, weil nämlich eigentlich der Guido gar nicht Quatsch erzählt hat, denn ich hatte seine Tipps bei seiner Freundin Jenny abgeschrieben. Und immer wenn er sich verschrieben hat, weil er es mit dem Auge nicht mehr so ganz hat, dann hat er die Werkpunkte geholt, die Jenny nicht geholt hat. Also Gruß an Jenny und dir, Guido, herzlichen Glückwunsch. Oder Lars Wilhelm, haben wir wenigstens einen Sieger bei uns. Gut, also wir hatten das ja auch extra für Guido so alles ausgeschrieben. Der konnte von uns hier immer die Schulung kriegen jede Woche. Wir haben ihn immer noch Ehrengäste eingeladen. Dazu haben wir ihm unsere Tipps gesagt. Ich meine, eine bessere Vorbereitung konnte er einfach nicht kriegen. Wenn er jetzt noch über den Winter ein bisschen übt, dann schafft er es nächstes Jahr auch alleine. Und wir freuen uns auch gerne über einen Teil dieses Gewinnes, denn eigentlich, du hast recht, ein Großteil davon... Ja, ich, aber das ist ich mein, weiß ja, ich weiß ja, was der Lars mag und ich gebe eine große Kiste Wasser aus, ja? Stilles natürlich. Normalerweise nehmen die Düsseldorfer Kapitalisten, Christian, das für sich alleine. Die erkennen nicht an, dass das durch die das Education in dieser Runde entstanden ist. Und das ist eben so, das kennen wir ja aus Düsseldorf, deswegen spielen die ja auch in der zweiten Liga Fußball. Ja, wir können es aber auch so machen, dass Guido von den ganzen Fischen, die er mal kauft für seine Fotos, uns mal zum Essen einlädt.
Zum Beispiel. Machen wir da einen Deal raus? Ja, das Problem ist ja, wenn ich koche, Christian, dann werdet ihr euch mit Handschellen an meiner Heizung festketten und wollt nicht mehr weg. Ja, und das ist natürlich nicht so schön. Ja, ja, wenn die warm ist, ist doch gut. Ja, warm ist gut. Wir gratulieren und freuen uns auf ein leckeres Fischessen in Düsseldorf. Und wir haben noch einen weiteren Pokal oder einen Gewinner. Ne? Da kann man noch einen Tusch mal einspielen, während der Jan sich hier im Bruch hebt. Ja, lieber Herr Lafrenz, Girls, Stuff and Friends ist Wettkönig. Das ist ein ganz großes Achievement. Herzlichen Glückwunsch auch für Sie, dieser großartige Pokal. Also es ist wirklich, also, der macht was her. Man muss im Prinzip ein Zimmer aufgeben und ein Pokalzimmer einführen. Also das ist schon, das ist was Massives. Also ich bin begeistert von den Damen, die das besorgt haben. Also ich wünsche viel Spaß damit und wie gesagt, da kann man bestimmt gut Champagner draus trinken. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Kompliment. Vielen Dank Ihnen, Herr Baumann. Also ich glaube auch, Nico, wenn man mit dem Pokal unterm Arm so einfach in eine Straßenbahn reingeht, da sprechen einen viele an. Man könnte... Ja, ob einem die Straßenbahn gehört. Ja. Das ist voller Aufreiz. Also die Mädels sind auch schon ganz wuschig hier. Die stellen sich das gerade. Die meinen dann, man hätte Wimbledon gewonnen, ja? Mindestens. Wir haben auch hier noch eine Zahl. Das ist die letzte für heute, nämlich 10.009,60. Das ist der Netto-Reinerlös, den Nico Lavrenz und sein Team von Görzdorf, vielleicht kannst du eigentlich noch sagen, Nico, wer dir eigentlich geholfen hat, wer deine Tipps ausgefüllt hat, das war es ja wohl nicht du. Also 10.000 Ocken netto plus gemacht, also herzlichen Glückwunsch, Weihnachten ist gerettet, zumindest die Vorspeise. Ja, das auf jeden Fall. Aber dazu muss man sagen, damit haben wir die völligen Katastrophen von Wetten, dass 1.0 ausradiert. Daraufhin habe ich es dann alleine gemacht. Das hat ja doch dann scheinbar besser geholfen, weil ich habe euch ja immer nachts zugehört, wenn ihr eure Sendung... Ja, 57 Minuten im Schnitt hat euer Cast gedauert und meine Frau war dafür nicht in der Lage, Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber wir sind dann die Pferde durchgegangen und ja, das hat wunderbar funktioniert und ich bedanke mich natürlich auch all bei den Leuten in Görzdorf. Wir sind ja nach wie vor räumlich getrennt. Wir haben dann das alles so ein bisschen mit den neuen Medien kommuniziert. Und ansonsten, wie du weißt, habe ich euch abgeschrieben und immer nur die Eins dazu getan. Und ein Pferd von euch weggelassen, meistens das, was du vorgeschlagen hast. Und ich oder was? Nee, du doch nicht. Es ist ja auch schön, dass unsere Görzdorfer Feelgood-Managerin zu deiner Seite sitzt. Sie weiß, wer gemeint ist. Und ja. Also wir wünschen uns neben dem großen Preis ein Wetten, dass 3.0, ganz wichtig, würden uns auch gerne dazu einbringen. Und was viel wichtiger ist, wir brauchen ein German Racing 2.0 und das Geld, das wir einsammeln, und es sollten wieder mehrere Millionen sein, nehmen wir für Baden-Baden. Na, das war mal eine Ansage. Okay, da kriegt die Sendung einen ganz neuen Drift am Ende, aber wir wollen ja nach vorne gucken. Gut, vielleicht ist das der Impuls, den wir genau jetzt brauchen. Okay, Nico, alles klar. Die 57 Minuten sind ja ungefähr eine Stunde. Die haben wir jetzt auch fast rum. Heute, ich komme auf die Uhr, das passt ziemlich gut. Wenn man das mal umrechnet, durch 21 Ausspielungen eine Stunde, dann hast du einen Stundenlohn netto, ist ja alles netto, von 500 Euro. Also hättest du als Anwalt nie geschafft, so viel Geld in Rechnung zu stellen. Also deine Frau soll froh sein, dass du abends noch eine Stunde lang bei Lars Wilhelm Guido mir zugeschaut hast. Und unseren Experten, bei denen wir uns auch ganz, ganz herzlich bedanken. Jan war mal bei uns, die Marina war bei uns, Rieke lag aber beim nächsten Mal ein, falls es einen Anruf gibt. Vielen Dank. Rico, da ist aber bei 10.000 Euro Reingewinn, ist aber ein kleines Geschmeide für die Heike aber drin jetzt. Ne? Du weißt ja, die Juweliere haben wieder geöffnet. Ja, das wird schon was werden. Aber auf Mallorca hat leider fast alles zu. Ich glaube, bei 10.000 machen die auch einen Hausbesuch bei dir. Mit dem Kollektionsköchchen. Im Rahmen dieser,
dieser ganzen Jubelorgie haben wir noch einen kleinen Wermutstropfen. Zumindest einen für Lars Wilhelm, für Guido und mich. Denn wir haben ja verschiedene Wetten abgegeben. Nicht nur in der Challenge, sondern als Aufhänger für die Wette. Zum einen ja, dass wir die Hauptwette, dass wir es schaffen, 100 Teams, Personen, Spieler, Spielerinnen zu finden, die mitmachen. Das haben wir beides mal perfekt mit 117, 118 Nennungen und Teilnehmern geschafft. Aber wir haben ja auch bei der zweiten Wette wieder gelobt, dass wir es schaffen, für alle Teilnehmer an einer Viererwette Preise zu generieren, die über eine Verlosung im breiten Volk verteilt werden. Und nachdem wir gesehen haben, wie viel Arbeit das ist, für die Wettvermittler die Punkte zu holen, haben wir tatsächlich davon abgesehen, eine breit aufgestellte Verlosung diesmal in der Viererwette zu machen. Und deshalb Asche auf unser Haupt. Diese Wette haben wir verloren. Wir haben nur Preise verteilt jetzt an die Mitmacher und Gewinner von der Wettendas 2.0 Challenge für 180 Euro und 120 Euro. Und haben somit diese zweite Wette verloren, weil wir aufgegeben haben, das nicht auch noch auf die Beine zu stellen. Deshalb, liebe Leute draußen, auch das werden wir aufrufen. Lasst euch was einfallen, denn wir haben ja versprochen, wenn wir eine Wette nicht schaffen, habt ihr einen Wunschgut, was ihr mit Lars Wilhelm, Guido und mir machen wollt, beziehungsweise was wir für euch tun sollen. Also vielleicht das andere hat so einen fiesen Geschmack. Lasst euch was einfallen, da machen wir auch einen Aufruf zu und dann schauen wir mal, welcher Vorschlag die meisten Stimmen kriegt. Das machen wir in der Sonderaktion die Tage mal. Also ich wäre ja für Eis essen mit den Mädels von Deutscher Galopp. Ja, das Opfer ist zu groß. Das Opfer ist zu groß. Lars Wilhelm, hast du eine Idee, die ein Opfer wäre für dich? Ich denke, dass der Guido angelt auf der Rennbahn und uns zeigt, dass er bei den Angelkünsten auch auf Rennbahnen noch Fische zieht. Ja, in Krefeld wirst du dich aber wundern, was da alles in dem See drin ist. Ja, naja, sag ich ja. Also, wir sind schon kreativ, aber nicht unsere Ideen sind gefordert, sondern eure, denn ihr habt einen Wunsch frei. Mal schauen, was da kommt und ob wir da Manns genug sind, das hinzukriegen. Oder kompetent, sucht euch was aus, irgendein Adjektiv. In dem Sinne, sorry von unserer Seite. Lieber Christian, liebe Marina, lieber Lars, lieber Guido, euer Engagement ist mit Geld nicht zu bezahlen. Wir danken euch von ganzem, ganzem Herzen und haben uns mini kleine Nettigkeiten für euch ausgedacht, die ich euch in aller Kürze präsentieren möchte. Lars, wir haben uns gedacht, bei dir auf dem Nachttisch fehlt eigentlich so ein kleines Porträt deines Lieblingspferdes. Und haben mal New Harzburg mit ihrer Pflegerin eingerahmt. Ja, die Rieke wollte ich immer an meinem Bett haben. Das war ich immer mein. Das habe ich genauso schon gedacht. Es ist natürlich möglich, dass es da Eifersüchteleien geben könnte, Rieke. Beim Pferd? Ach, bei uns doch. Ja, bei der Rieke. Ich meine, wenn die bei mir am Bett steht, die Rieke, tja, das sollten wir hier nicht so groß ausdiskutieren vielleicht. Du weißt ja, Lars, gegen wen die armen New Harzburg. Du darfst gar nicht anmoderieren. Du moderierst das doch mal an, Marina. Du könntest das mal anmoderieren. Genau. Sehr schön. Cool. Bist ja du. Also, und in der Initiative 1.0 gab es einen Ehrenpreis. Und da weiß ich aus erster Hand, dass Christian sich sehr darüber gefreut hätte. Mit der Performance hat es dann, glaube ich, zum Rasenmähen in Magdeburg nicht ganz gereicht. Aber wir haben es mit Herrn Baltus nochmal rausgehandelt. Ja. Und jetzt Achtung an alle Loriot-Fans, so wie Christian, 4,5 Minuten Rasenmähen auf der Rennbahn Magdeburg. Und wir haben extra dazu geschrieben, ohne Stoppuhr, nur nach Gefühl. Stimmt, mein Gefühl war es nicht, weil ich das eine halbe Stunde lang mache. Herzlichen Dank. Ich weiß, sind wir da im Bild, Florian? Kann man das sehen? Dann schalte mal das Bild zu. Wir sehen den Guido nur groß im Bild. Das ist schlecht. Da ist es im Bild. Okay, da haben wir es drauf, Florian. Dankeschön. Also Marina und Heinz Baltus, lieber Jan, das darf ich echt anfassen. Das ist für dich. Also, und wir werden das natürlich medial begleiten, wie Christian dann Rasen mäht. Ich mache das Live-Schaltung auf Facebook. Mit der Mutter. Genau, so hat das ja, aber nicht während des Rennens. Lieber vorher. Vorher ist besser, genau. Nein, also, das ist sehr schön. Ich habe da echt für gekämpft. Also in den Diskussionen, als wir überlegt haben, welche Manica-Beipreise wir haben könnten, war das immer so mein Schlagbeispiel. Also das ist ein Traum, wenn man da mal Rasen mähen dürfte. Und Heinz Baltus hat dann gesagt, das machen wir in der Magdeburg. Ja, ja. Aber Christian, da steht ja nicht drauf. Da steht gar nichts drauf, weil 4,5 Minuten fährst du mit einem Rasenmäher und danach musst du noch 6 Stunden mit der Nagelschere ran. Das haben wir gar nicht draufgeschrieben. So, Guido. Ich befürchte. Danke euch. Danke, danke. Guido, jetzt kommst du dran. Ich, Guido, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, denn du bist ja schließlich unter anderem auch der Gewinner der Siegwetten-Challenge. Ich
Wir werden euch ja sehr vermissen in nächster Zeit. Und das geht auch. Wobei, kann ihr doch gar nicht finden. Bei dir, mit der technischen Weiterentwicklung, musst du jetzt mal langsam aufsatteln. Und wir haben dein erstes Smartphone. Und du wirst es nutzen. Wir wollen jetzt täglich von dir Bewegtbild bekommen. Denn jetzt hast du keine Ausrede mehr, denn jetzt bist du Besitzer eines Smartphones. Wir haben sogar eine Glitzerhülle. Oh! Florian, wir brauchen die Glitzerhülle mal im Bild. Halt die mal in die Kamera an. Ja, genau. Was ist schöner? Der Glitzer ist also der Knaller, ja. Das Telefon sagt auch schon Hallo, Hallo Guido, Hello, alle Sprachen. Also jetzt kann nichts mehr schief gehen, lieber Guido. Ja, hast du da eine Ordnungssoftware drauf? Hast du eine Ordnungssoftware da drauf? Da kriegst du eine Einweisung von uns. Da kannst du nächste Woche herkommen oder gerne auch morgen. Und dann machen wir dir da einen kleinen Workshop fertig. How to use Smartphones. Die erste WhatsApp muss von dir sein, sonst benutze ich das nicht. Alles klar. Deal. Cool. Ganz herzlichen Dank. Deutschland bedankt sich. Das wäre doch nicht nötig gewesen, sag mal. Sascha. Ich habe gesagt, ganz Turf Deutschland bedankt sich jetzt schon mal für Insta-Stories von Guido Schmidt. Und TikTok. Ja, genau. Ja. Ist doch klar. Sascha, die Leute wollen Sieger sehen, nicht Zweitplatzierte. Ja, ist gut. Ja, dann sind wir ziemlich am Ende, oder Lars Wilhelm, hast du noch was? Nein, ich denke, es ist an der Zeit, die 57 Minuten sind um. Gut, aber nur nach Gefühl. Liebe Wetten, das Community, liebe Galopprennsportfreundinnen und Galopprennsportfreunde, beim 22. Mal heute hier 21 Ausspielungen plus der Siegerehrung habe ich die Sendung abmoderiert und das werde ich auch heute tun, denn wie ihr alle seht, es ist ein spannendes Jahr gewesen. Im Winter ist Pferderennen natürlich auch möglich und Wetten in Mülheim und in Dortmund und in Krefeld am Sonntag noch. Könnt also eure Wettkonten wieder auffüllen, denn es gilt. Auf geht's, deutscher Galopp, mit Herzblut für Vollblut. Servus. Ja. Mach's gut.